Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in einer neuen Folge von Simotrans und zwar die Folge 295. Ja, wir müssen gucken. Letztes Mal haben wir ja geschaut, dass die Züge hier so ziemlich leer durch die Gegend fahren. Kriege ich den noch schnell? Ja, kriege ich noch. Hier 1080 Paletten. Kann er laden, lädt keine einzige. Jetzt muss er schauen, dass er da reinfährt und welche mitnimmt. Weiß ich nicht. Ich glaube, er nimmt keine mit oder höchstens so ein paar. Hier Backwaren oder sowas. Und doch, er nimmt was mit und nicht nur ein paar, sondern ein paar mehr. Ach, Eier gibt es auch, die er transportiert. Okay, aber wie wir sehen, 238 Paletten, das ist ein Viertel von dem, was da reingeht sozusagen vielleicht. Und hier ist der andere Zug, der die gleiche Strecke fährt, glaube ich, ne? Mühle, ja. Und der hat auch wieder nichts. Jetzt beobachten wir den noch dazu und dann glaube ich, dass wir, wenn der nichts transportiert, dann werden wir die beiden Züge zusammenlegen, also halbieren jeweils und dann sollte einer von denen das da transportieren. Ich lasse den mal kommen. Ist er reingefahren und er fährt raus mit nichts. Das heißt, der kann jetzt zum Depot, da sollten wir ihn ausmustern. Ne, zum Depot. Verfolgen wir den und fahren da gerade mit. Und den halbieren wir dann. Und dann soll der zusehen, dass er da... Wieso fährt er nicht da rein? Da steht doch keiner im Gleis, oder? Ach, jetzt sag nicht, der möchte unbedingt dieses Depot hier anfahren. Dieses Gleis anfahren, das kann jetzt nicht sein, oder? Er wartet jetzt auf dieses Gleis, obwohl da genügend andere Gleise sind. Die gibt es tatsächlich auch noch. Ach, das ist, weil er ins Depot fährt, ne? Super. Gut, das bedeutet, wir können jetzt den Bahnhof aufrufen, wir können den Zug aufrufen. Der hat ja sowieso schon mehr wie die Hälfte geladen. Dann kann er auch mal hin und her fahren, dann geht es vielleicht irgendwo weiter. Fahrplan. Obwohl das auch so ein Zug ist, das ist schon so ein... Naja, okay, lass ihn erstmal fahren. Wenn er raus ist, fährt der andere nämlich weiter wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal von aus. Nochmal schneller. Ja, siehst du, dann fährt er wieder hier, der Held. Okay, dann fahren wir damit. Weg ist er. So, jetzt hier 29 Wagen. Die Hälfte davon ist 15, 16. Machen wir die erstmal weg. Haltlänge ist 8. Und immer noch 8. So, jetzt nehmen wir da die Waggons. Hier sind das die, ne, oder? Das ist ein Stück gut, ja. 14, 15, aber keinen mehr, sonst haben wir hier wieder eine 1 stehen. Und lass ihn wieder starten. Dann ist der schon geklärt. Ja. Und dann hatten wir jetzt den anderen, den wir da gerade weggeschickt haben. Oder dieser hier ist doch auch so ein Held, oder? 1080 Paletten, das ist der mit der Wartezeit, ne? Zucker. Güterzug Zucker. Jetzt lass uns gerade den anderen noch finden, den wir gerade eben hochgeschickt haben. Der müsste doch auf der gleichen Linie fahren, ne, oder? Nee, Mühle. Güterzug Zucker ist nicht Mühle. Sag jetzt nicht, dass es der gleiche Zug bin. Ah nee, der dreht hier irgendwie. sorry, aber falsche Taste. Warum dreht der hier? Warum dreht der hier? Warum fährt der hier lang? Was ist das mit dem Zug? Wo will denn der hin? Der Getreidehof war da unten. Und der Passagier... Ah. Warum ist der so komisch gefahren? Hat er was geladen? Nein, der ist leer. Ach, das ist der auch gar nicht. Das ist der gar nicht. Warte mal, jetzt habe ich hier was falsch gemacht. Ich möchte den Zug hier wissen. Nein, keinen Stopp einbauen. Das wollte ich nicht. Wo hat er jetzt den freien Wegpunkt gesetzt? Löschen, das ist doof. Okay, den... Doch, der soll da lang fahren, wenn er zur Norddeutschen Mühle fährt vom R. Das passt hier noch. Das lass so. Das ist richtig, aber ich wollte den Zug nicht haben, ich wollte den anderen Zug haben. So ein Shit jetzt hier, da ist was Blödes passiert. Ach so, den habe ich schon irgendwo offen. Und das ist der jetzt hier.
Getreidehof Mühle über Lilienstraße. Muss der denn über Lilienstraße fahren, ist die Frage, ne? In die Richtung fährt er da sowieso lang, oder? Getreidehof, Norddeutsche Mühle. Das macht der Zuckerzug doch auch, oder? Ja, der Zuckerzug ist das da, ne? Ja. Alter Getreidehof, Norddeutsche Mühle, ja, ist der gleiche. Und der fährt auch ganz nett dadurch, oder? Das bedeutet doch, dass dieser Fahrplan. Warte mal, der fährt hier. Radolf, so sieht der Alter, der kommt von da unten, fährt dann hier lang. Ach, deswegen fährt er die Schleife. Gut, dann schmeißen wir das mal besser weg. Der kriegt jetzt hier den Güterzug Zucker. Ah, und da gehen müssen wir gucken. Güterzug Zucker. Dann macht das auch Sinn für den, dass der da lang fährt. So, passt. Okay, jetzt fährt er wahrscheinlich verkehrt, aber so, egal. Aber ist es überhaupt sinnig, dass der da fährt? Der Güterzug Zucker, den wollen wir doch mit dem Güterzug Zucker hier dann mischen. Okay, fahr du zum Depot. Und du hier, du hast ja jetzt auch Ladung. Das heißt, es ist gerade schlecht, dass wir dich rausnehmen. Aber das ändern wir gleich, wenn der Mischzug gemacht ist, da unten für, ne? Wo fährt er jetzt lang? Da. Jetzt dreht er da. Okay, passt. Der fährt zum Glück durch, nicht wie der andere eben. So, das heißt. 9, 8, 8. Und jetzt kommen hier wieder die anderen Waggons dran. Müssen wir 15 haben. Gut. Güterzug Zucker startet durch. So, das ist hier der zweite Güterzug Zucker und der hat jetzt nichts. Das heißt, den können wir jetzt auch auflösen, weil wir den anderen ja jetzt haben. Passt. Gut. Und er hier ist noch einer, der voll mit einer Ware durch die Gegend fährt. Warte mal, fahr du mal zum Depot. Ich glaube, du würdest jetzt was mitnehmen, weil die für dich haben wir den ja schon auf die Strecke gebracht, ne? Bäckerei, Mühle, genau, Mühle, Bäckerei, passt. Das heißt, brauchen wir nicht dahin schicken, können wir gleich ausmustern. So, jetzt müssen wir nur gucken. Der hat nichts mitgenommen von da hinten. Bringt er denn was hin? Wahrscheinlich auch das nicht. Und wenn nur geringfügig. Ja, gar nichts. So sieht's aus. Jetzt sollte man die Linie noch bearbeiten, oder? Radolfzell Norddeutsche Mühle. Adenau. Genau. 100% und hier war 32 Tage. Glaube ich. Und das gleiche machen wir hier auch. 100% und 32 Tage. So wartet der immer ein bisschen, wenigstens erstmal, bis was passiert, ne? So, wer ist das? Der fährt jetzt wohin? Ach, das ist der. So, der müsste da, wenn er diese Fahrtlinie schon übernommen hat, müsste der jetzt da einen Moment warten, oder? So, der nimmt nichts mit und hat eine Wartezeit. Ja, muss man gucken. So, und hier fährt jetzt der andere. Güterzug da. Zeigen wir gerade den Fahrplan. Er fährt den freien Wegpunkt da an, weil er dahin soll. Ist aber irgendwie der falsche Stelle, dieser freie Wegpunkt, weil er fährt da lang. Obwohl ist auch egal, ob er da lang fährt, ne? Nee, 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 der macht hier die Schleife, dann kann der Wegpunkt weglöschen. Aber Güterzug Zucker löschen, nicht da. Güterzug Zucker. Da ist doch auch irgendwas falsch, oder? Das hätte doch da gar nicht drin sein dürfen. Linie ändern. Dieser Wegpunkt muss raus.
Der fährt hier immer einen Kringel sozusagen, oder? Ja, war auch nicht sinnig dann. So, Güterzug Zucker haben wir hier. Mülle Bäckerei fährt gerade im Bahnhof ein. Das ist jetzt da oben, oder? Genau. Kriegt er da was geladen? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier fahren sowieso nur Güterzüge rein. Das heißt, die können da auch stehen bleiben. Hier fährt der Personenzug rein, da oben glaube ich nicht. Während da auch tatsächlich 2400 Leute stehen, aber die stehen da für Bus. Lassen wir auch so. Er kommt jetzt hier an und kriegt wahrscheinlich nichts mit. Güterzug Zucker kriegt nichts mit, passt. Wartet seine Zeit auch schon hier, ist das so? Haben wir das schon so eingerichtet? Ja, 10% oder ne? 1,32. Ja, das andere haben wir 100% gemacht. Da müssen wir, ja, ist erstmal egal. Nach 32, also nach einem Tag fährt er so oder so weiter. So, das heißt hier, nach da oben haben wir, jetzt ist noch die Frage, wer fährt hier? Hier kommt doch sowieso schon so ein halber Zug durch die Gegend gefahren. Genau so ist es, da ist er. Und der hat 594 Paletten geladen. Die kriegt er aber auch weitergefahren, also kein Problem. Und er würde 520 Paletten, wenn er aber mal voll ist. Der kann nicht voll sein, weil der nächste Zug wahrscheinlich auch noch 594 Paletten hier anliefert oder so. Kann das sein? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Er bringt hier die 594 Paletten nämlich rein. Das sind die Eier und die Südfrüchte. Die kommen hier drauf. Okay, dann passt das ja erstmal. Ich glaube, der Zufahrtsweg ist erstmal passend, würde ich sagen. Muss man nur gucken, ne? Vielleicht wird's besser. Aber man weiß nichts, ne? Gut. Würde ich erstmal so stehen lassen. Das haben wir jetzt hier, denke ich, schon optimiert. Die Kosten, die da anfallen, sind jetzt halbiert, sozusagen, würde ich sagen. Ist das so? Weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Hat er jetzt was drin? Nö. Kurz noch gucken, ob er was reinkriegt. Okay, der fährt jetzt da erst nicht rein, aber er kann ins zweite Gleis reinfahren, dann passt das schon. Kriegt nichts geladen. Und der hat 10 Paletten. Alles super. Jetzt ist die Frage, da gibt es ja Backbahnen, ne? Die Backbahn, werden die denn hier am Bahnhof abgelegt? Nee, ne? Aber die Backbahn werden irgendwie anders transportiert, kann das sein? Hier werden doch Backbahnen gemacht. Und die Backbahn nimmt wer ab? Der Marktplatz. Oder Gastwirtschaft? Die Gastwirtschaft. Weinbrotbrauerei. Ja, die nimmt die Backbahn auch ab. Aber zurzeit halt nicht. Hier ein Markt, der nimmt auch Backbahn ab, kann das sein? Backbahn werden da auch abgenommen. Sind gar keine. Das ist das Beste, ne? Das heißt, wir müssen die Backwaren erstmal durch die Gegend transportieren, oder? So, das war der zweite. Und das ist jetzt der Markt hier. Und da werden auch Backwaren abgegeben. Ja, und das würde bedeuten, wir müssen mal die Backwaren revolutionieren. Wir haben hier ja welche und ist ja nicht so, dass welche nicht produziert werden. Ach, Eier fehlen. Okay, da müssen wir gucken, dass da besser Eier hinkommen. Kümmern wir uns um die Eier und dann kümmern wir uns um die Backwaren.
Und da müssen wir gucken, dass diese Backwaren-Eier-Geschichte bei der nächsten Folge dann besser gemacht werden. Gut, dann würde ich sagen, soll es erstmal für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.